Ich habe mich beworben, weil ich das Angebot in der Stadtbahn interessant fand und mich das schon lange mal interessiert, wie das vom Kartoffelacker bis zur Pommes bei McDonald's kommt. Ja, für mich war McDonald's immer Amerika und jetzt merke ich, es ist ein richtig deutsches und nicht nur deutsch, sondern sogar hier ein niedersächsisches Unternehmen. Die Gäste werden heute den gesamten Zyklus einer Kartoffel von der Ernte bis ins Tiefkühlhaus zu sehen bekommen. Also wir werden auf dem Roder mitfahren. Es war total interessant, auf dem Roder mal mitzufahren und zu sehen, wie auch die Knolle aus dem Boden rausgenommen wird. Wie die einzelnen Arbeiter dann auch Steine von Kartoffeln so schnell unterscheiden konnten. Also ich habe mit dem bloßen Auge jetzt nicht so schnell sehen können, was ist jetzt ein Stein, was ist eine Kartoffel. Es war sehr, wunderbar. Leicht abenteuerlich, ne? Genau. Ja, ich finde es sehr schön, dass halt einheimische Betriebe auch dann unterstützt werden. Und normalerweise, wenn man zu McDonald's geht, geht man noch nicht davon aus, dass die Kartoffeln dann hier wirklich dann aus dem Umkreis auch gewonnen werden. Wir finden es wunderbar, dass McDonald's eben seinen Gästen die Möglichkeit gibt, den Weg einer Kartoffel nachzuvollziehen im Werk. Dass die Gäste sehen, wo die Kartoffel herkommt, wo das Produkt Pommes frites herkommt und wie es zubereitet wird. Was wir unseren Gästen ja auch zeigen wollen mit dieser Fahrt zu Agrarfoss ist, mit wie viel Herzblut und Liebe zum Detail die Pommes frites hergestellt werden. Wir wollen sie natürlich damit eben auch davon zu überzeugen, welche hohe Qualität unsere Pommes frites haben. Weil wir bieten sie ja in unserem Menü oder auch alleine relativ preisgünstig an. Das kann ja auch ein bisschen zu dem Missverständnis führen, dass man sagt, Mensch, wenn es nicht so teuer ist, dann hat es vielleicht auch nicht so eine hohe Qualität. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich finde es sehr gut, dass ich mit meinem Arbeitgeber die Chance hatte, diese Tour zu machen, auch zu sehen, wo wir unsere Produkte herbekommen, um auch eventuell die Gäste zu informieren. Ne? Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass da eben Transparenz auch drin ist. Ja, ich nehme auf jeden Fall mit nach Hause, dass ich mal den vollständigen Ablauf verfolgen konnte von der Kartoffel, wie sie aus dem Boden geholt wird und dann eigentlich im perfekten Fall innerhalb von 2,5 Stunden als komplett tiefgefrorene Pommes verladen werden. Ich nehme viele neue Eindrücke mit, Sachen, die ich mir vorher gar nicht so vorstellen konnte. Die ganze Produktion der Pommes, auf dem Feld angefangen mit der Ernte, dass die so sorgfältig sortiert werden, wenn sie dann in die Fabrikation kommen oder zwischengelagert werden. Und das Ganze drumherum. Es war eine tolle Tour, es war sehr informativ, mit viel Wissen, was vermittelt wurde. Einfach toll.